hier, Leben Wrestling. Keith Lee bricht sein Schweigen. Keith Lee hat auf Twitter und YouTube ein 6-minütiges Video veröffentlicht, in welchem er auf die Gründe für seine Abwesenheit zwischen Februar und Juli eingegangen ist. So sei er zunächst für etwa 3 Wochen mit Covid-19 infiziert gewesen, weswegen er und seine Verlobte Mia Yim den Royal Rumble verpassten. Am Tag nach seinem Comeback im Februar wurde ihm mitgeteilt, dass er erhöhte Blutwerte habe, woraufhin eine Entzündung des Herzens festgestellt wurde. Dies sei der Grund gewesen, warum ihm die Ringfreigabe entzogen wurde und er das Training einstellen musste. Vom Zeitpunkt der Diagnose an sei es dann ein Kampf gegen den Tod gewesen für Lee, der erst ein Ende gefunden hat, nachdem WWE eine Verlegung nach Pittsburgh veranlasste und Dr. Maroon die Behandlung übernahm. Abschließend erklärte der ehemalige NXT-Champion, dass er den Fans sehr dankbar für die Unterstützung sei und es nun an ihm liege, das Beste aus der Wrestling-Branche herauszuholen. AEW-Star nimmt Auszeit. Adam Page wird in den kommenden Wochen kein Teil des AEWs TV-Geschehens sein, das berichten PW Insider und der Wrestling Observer übereinstimmend. Demnach werde Page bald zum ersten Mal Vater, weshalb man bei AEW bereits vor einigen Monaten die Entscheidung getroffen habe, den Hangman aus den Shows zu schreiben. Wann Adam Page in die TV-Shows zurückkehren wird, ist derzeit noch unklar. Machtkampf bei WWE. Bei WWE soll es derzeit zu einem Kräftemessen zwischen Triple H und weiteren Offiziellen kommen, das berichtet Dave Meltzer im Wrestling Observer. Demnach machen einige WWE-Offizielle Triple H für das Scheitern von NXT im direkten Vergleich zu AEW verantwortlich und wollen Vince McMahon davon überzeugen, dass er nicht die beste Wahl für seine Nachfolge sei. Diese Offiziellen sollen es auch gewesen sein, die McMahon davon überzeugt haben, dass NXT umstrukturiert werden muss, während Triple H weder auf diese Entscheidung noch auf die NXT-Entlassungen Einfluss gehabt haben soll. Grund für die Entlassung von Bronson Reed. Wie wir bereits berichteten, war Bronson Reed Opfer der jüngsten Entlassungswelle bei WWE. Jetzt berichtet der Wrestling Observer, dass Vince McMahon die Entlassung angeordnet haben soll, nachdem Reed ihn in seinen Tryout-Matches im Vorfeld von Raw und SmackDown nicht überzeugen konnte und McMahon dementsprechend keine Verwendung für den ehemaligen NXT North American Champion im Main-Roster gefunden hat.